Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute mal wieder allein. Zu Borderlands 3. Eine Geschichte von Abenteuer, nimm mal. Komm, hör dem alten Markus zu. Ich habe eine gute für dich. Die Geschichte beginnt hier auf dem abgelegenen Planeten Pandora. Für viele nur eine Wüste voller Gier und Gewalt. Und das stimmt. Aber du gewinnst, wenn du es bringst. Pandora ist voller Möglichkeiten. Kammerjäger, sie suchen in den gnadenlosen Borderlands nach geheimen Alien-Schätzen. Mein Vater erzählte mir Geschichten von Kammerjägern, als ich noch klein Markus war. Jetzt erzähle ich dir eine. Aber was genau verbirgt sich in den Kammern? Ruhm, Reichtum, Macht oder so Schwachsinn wie Mitleid oder Familie? Wer weiß, nutze deine Fantasie. Was immer es ist, ein Kammerjäger muss entschlossen sein, dem missgünstigen Schicksal den Sieg abzuringen. Meine Geschichte handelt von einer speziellen Truppe von Kammerjägern am Anfang ihrer Reise. Sie sind tapfer und hungrig. Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte, weil du mich an sie erinnerst. Nur ein wenig. Bilde dir nichts drauf ein. Diese jungen Kammerjäger antworten dem Rufe einer Sirene. Sie heißt Lilith und sie ist eine Heldin. Sie hat Pandora unzählige Male gerettet. Lilith rekrutiert ein Team, um eine Karte zu finden, eine Karte zu Kammern in der ganzen Galaxis. Aber sie ist nicht die Einzige. Böse Mächte haben die Borderlands ergriffen. Eine Gefahr, wie sie die Galaxis nie zuvor gesehen hat. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora mit unseren neuen Kammerjägern, ihrer Sirenenanführerin und vor allem mit mir. Problem, ich weiß jetzt nicht, ob Copyright, ne, aber egal. Das Ganze von 2K Game. Und das ist eine Gearbox Software, ne, die ihr lesen könnt, hoffe ich.
Das wird ein schöner Tag und voller Möglichkeiten. Oh, wer kommt denn da? Eine Sirenenkriegerin von Partei. So, Leute, muss ich echt sagen, am meisten interessiert mich Fleck. Und so. Aber schreibt euch rein, wenn ihr gerne mal sehen würdet, einen anderen sehen würdet. Ja, wir nehmen Fleck, auch wenn Maus interessant ist. An sich sind alle gut und interessant, aber am meisten Fleck. Neuer Kammerjäger, was? Ich bin Markus. Hast dir die richtige Zeit ausgesucht, um bei den Crimson Raiders mitzumachen? Du hast den Angriff überlebt. Ich bin Lilith, Commander der Crimson Raiders. Diese Banditen gehören zum Kult, der nach der Kammerkarte sucht. Aber wir werden sie zuerst finden. Mein Scout wartet da drüben auf dich. Viel Glück. Ja, okay. Sie spricht in meinem Kopf. Seltsam. Ich betäube meine Sinne. Bestes kann man am meisten dazu sagen. Versuch am Leben zu bleiben. Ich verliere ungern Kunden. Ja, dann pass auf dich auf, ne? Ich verliere nicht gern Fahrer. Ich hab sonst so einen langen Fußweg. Ja, dankeschön. Du musst der neue Rekrut sein. Ich bin Ziel vom BTP-Vielzweckroboter. Aber nenn mich einfach General Claptrap von den Crimson Raiders. Okay. Du darfst mich Fleck nennen. Bis ich entscheide, ob ich dich töten werde. Genau. Sollst du auch machen. Sind die Kinder der Kammer, ein Banditenkult, der seinen gruseligen Anführern mit blindem Eifer folgt. Das erinnert mich an, wenn du nach meiner Pfeife tanzen willst, brauchst du ein Echo-Gerät. Okay. Sieht aus wie ein Pokédex. Das Echo 3. Etwas effektiver als das oder, Echo 3. Ja. Abgesehen davon ist der Akku der Echo 2 Gameboy. Ich darf jetzt Gameboy spielen, richtig geil, danke. Lilith hat befohlen, das Propagandazentrum der Kinder der Kammer einzunehmen. Okay. Kultspinnern zu zeigen, dass man sich nicht mit den Crimson Raiders ablegen sollte. Mir nach, Rekrut, auf zum Ruhm. Du könntest aufhören, mich Rekrut zu nennen, das nervt. Und hör auf, so viel zu reden. Das ist schön. Du nervst, weißt du das schon? Ein verschlossenes Tor? Nein, das darf nicht sein. Die ganze Mission ist ruiniert. Denk nach, Claptrap. Du bist tapfer und wunderschön. Und die Leute tun immer, was du ihnen sagst. Das ist es. Rekrut, öffne das Tor. Das ist ein Befehl von deinem Vorgesetzten. An sich müsste ich das jetzt nicht machen, ne? Ja, egal. Ich mache es, weil ich weitermache, aber aus Trotz sollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Genau deswegen sollte ich das nicht machen. Die Schrottkiste gleich umlegen. Aber ja, gut. Auf jeden Fall, Grafik, geil. Steuerung, Standard. Leider ein Tutorial. Okay, könntest du jetzt bitte aufhören zu reden? Sei leise und folge mir. Wir müssen unauffällig bleiben. Ja, okay. Unauffällig bleiben. So viel dazu. Unauffällig bleiben. Ja. Okay, danke. Haben wir das auch geklärt? Perfekt! Wenn wir mit unserer Mission fertig sind, muss mich Lilith zum Supergeneral befördern. Auf jeden Fall. Bleib zurück!
Das war unauffällig. Wie hast du so lange überlebt? Auf Pandora ist es eigentlich eher seltsam, wenn was nicht explodiert. Jetzt nimm deine Waffe-Rekruten. Du musst sie brauchen. Eine Pistole. Ich nicht nur eine Primärfunktion. Ich kann tanzen und singen. Und Feuermodi. Zip-Raketen. Ach du Scheiße. Geil. Eine Pistole mit Raketen. Eine hohe Feuerrate. Eine relativ hohe Feuerrate. Du musst dich einzeln drücken, kannst gedrückt halten. Okay. Okay. Darf ich dich auch töten? Kaltblütig. Ich weiß. Hier spricht sie, heiliger Influencer der Kinder der Kammer. Was willst du, Schrottwort? Okay. Du blutrünstiger Irrer. Ich bin es, Bloodfram, der Schlechter des Zerstörers. Supergeneral der Crimson Raiders. Ihr seid umzingelt. Öffnet jetzt die Tore. Hallo. Das lass ich vielleicht Gnade weisen. Der lügt nur. Ja, lass mich drüber. Können wir das alles in Frieden klären? Sie nehmen ihn und ich hau einfach ab. Und wir lassen uns gegenseitig in Frieden. Okay, wir geben uns. Ich hätte für den. Ja, nee, den könnt ihr kostenlos haben. Ich würde auch noch drauf zahlen, um den weg zu loswerden. Ey, komm, Leute. Bitte. Bitte. Ich komm ja schon. Warte einfach. Ah, ja. Schön für dich. Ich will dich loswerden, das weißt du schon, ne? Also im Endeffekt, er hat jetzt eine Scheiße gelabert und gesagt, dass er der Anführer wird, also er war ehrlich sozusagen. Und ja, Magnet, ne? Ja, sind die Raketen unnütz. Hilfe! Haben die vielleicht eine bessere Waffe für mich? Aua. Jo! Vom Himmel, der Himmel. Tut mir leid, da komme ich nicht hin. Aber ihr könnt mir gerne von der Hölle erzählen. Geil. Alter, dieser Kommentar. Recruit? Tut mir leid. Ist manchmal ein wenig klapprappig. Aber er ist manchmal einer von uns. Du musst ihn retten. Muss ich das? Also ich glaube da weniger dran, dass ich das muss. Ja, und die war eigentlich ganz geil. Fernsehen! Die Jugend von heute, Alter. Es braucht keinen Sau. Aber Hauptsache YouTube machen, ne? Leute, so muss das. Hilfe. Warum schießt ihr auf mich? Ich hab euch nichts getan. Das kann man auch im Frieden klären. Also echt, ey. Bin hier fast tot. Sterb hier am Herzinfarkt. Die blöde Sau. All for the comedy. Oho. Vielleicht krieg ich den Comedy-Preis. Muss mich mal bei RTL anmelden. Das traust du dich nicht! Die Challenges könnt ihr nicht aufhalten! Krieg ich jetzt auch mal hier? Überlebt den Showdown mit Chief niemals ungeschützt! Such einen Schild! So
noch eine Schuld. Ja, geil, danke. Also, ja. Wo ist er? So soll der ungefähr sein. Wo bin ich? Okay, lol. Also, ich verschwinde auf der Karte. Ach nee, verschwinde ich nicht. Das Ziel verschwindet. Also, das soll da ungefähr sein. Okay. Mal gucken. Was ist hier drin? Kann da nicht mehr rein. Die Tür ist offen! Stefan, nein! Ah ja. Scheiße, bin ich dumm! Vielleicht ist ja ein Schild in der besonderen roten Kiste da drüben! Ja, ich bin gleich tot! Arsch, ich hoffe, du verreckst. Gut, Dummheit tut weh. Acht Euro. Nee, Dollar. 8 Dollar, damit ich wiederbelebt werde. Geil! Scheiß Geld, geil Säue. Bitte sperrt das Video nicht wegen Beleidigung. Ich wäre sehr zufrieden darüber. Es ist einfach normal. Ja, es ist einfach normal. Borderlands. Borderlands ist Borderlands und da wird beleidigt. Leute, darum müsst ihr abkommen. Wenn nicht, dann guckt es bitte nicht. Wenn ihr das nicht abkommen, dann guckt's einfach nicht. Es ist nun mal so. Also, ja, gut. Da hinten. Achso. Ja. Auf jeden aller. Nein. Oder bin ich zu dumm? Danke. Es wäre schön, wäre ich jetzt unbesiegbar. Loyal, das würde ich nicht sagen. Ich habe euch meine Abfallquote noch nicht erfüllt. Deine Abfallquote, jo, klar. Ist einfach, ist verständlich. Mach ruhig. Ich setz meine Arme an deinem Rücken. Geil, der Arm. Leute, das ist auf jeden Fall cringe. Oh, ich blöd. Also Schaden, ja, der Revolver, muss sagen, macht gut Schaden. Ich bin ehrlich, wie gesagt, ich habe schon mal gespielt. Ich habe gerade eigentlich hätte ich wissen müssen, wo der Schild drin ist. Oh, 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 scheiße, 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 scheiße. Einmal Raketen. Sind die Menschen. Ja, Aktionsskills, geil, danke. Mach auch gleich. Noch wilder als die Bestien. Hm, das ist gut zu wissen. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Clap. Ja, hat die Schnauze, danke. Einmal Ausrüstung machen, die geile Schrot hier, die ist eigentlich voll gut, die macht Spaß zu spielen. Dann einmal den Skill, wen nehmen wir denn? Also, wir nehmen auf jeden Fall das Wesen hier mit. Ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Bereit loszulegen? Dato? Kleines? Kleine? Das ist toll.
kann mir mal am Arsch lecken mit dem Feuer. Was war halt? Oha, warte, was? Das hatte ich aber nicht. Auf der Schrotflinte hatte ich kein Visier drauf. Das finde ich jetzt ziemlich. Also, es ist jetzt geil, aber zum Glück habe ich einen Spielstand gemacht. Ja, ich habe hier jetzt ein bisschen was mehr. Gut, was soll man mit so einem Visier auf einer Schrotflinte? Aber egal. Also es ist immer noch jedes Mal unterschiedlich, Alter. Geil. Ist doch eine Schrotflinte, ne? Oder? An sich, es ist... Ja, geil. Es ist gewöhnlich. Es ist Waffensaum. Kann ich nicht... Wird mir hier gesagt Pistole, oder? Ja, was ist denn das Ding jetzt? Egal. Bei kritischen Treffern ein Querschläger. Noch besser. Will ich das? Claptrap? Schade. Nimm meine Hand und lass dir helfen. Ich will das gar nicht. Aber ich muss. Oh, es gibt EP. Na dann. Natürlich, na klar. Feines Wesen. Was auch immer du bist. Feines Wesen. Herr von Kau. Okay. Tagchen. Und jetzt dann.